Hier ist Labi. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir spielen weiter bei The Whispered World Special Edition. Okay. Nee. Eigentlich dürfte ich gar nicht das Spiel weiterspielen, weil ich noch so viele andere Spiele habe, die ich spielen sollte. Zum Beispiel The Witcher sollte ich eigentlich weiterspielen, aber hey, wen kümmert's? Okay. Kurz noch auf die Uhr gucken. Alles klar. Und wir sind jetzt bei dieser Dame angelangt. Schau dir mal den Sessel an. Shana scheint nicht zu Hause zu sein. Das hätte ich nie erwartet. Hallo, Shana? Ich mache lieber keinen Unfug mit Shanas Sessel. Am Ende orakelt sie mir noch die Blaupocken an den Hals. Haben wir sonst noch was hier? Irgendwas kann man mit dem Globus Nein, machen. danke. Es fühlt sich auch so schon an, als würde ich die ganze Last der Welt auf meinen Schultern tragen. Ich dachte irgendwas. Die Welt und ich haben ein Kommunikationsproblem. Sie hört mir nicht zu und ich verstehe sie einfach nicht. Der Herbstwald ist auf dem Globus nicht einmal eingezeichnet. Corona ist weit entfernt. Ich wollte das doch verwenden. Ich mag Globus. die Welt zwar nicht besonders, aber ich will sie auch nicht kaputt machen. Hier haben wir einen Kompass. Tja, wie war das jetzt nochmal? Okay. Vielleicht macht sie ja Mittagspause oder so. Weiß es nicht. So. Keine Ahnung. Ziffernblatt. Ja. Puh. Oh, das wollte ich jetzt gar nicht.
ruft mich. Oh, das war wohl ich. Er soll näher treten. Ich sehe nur ein Kind in einem Clownskostüm. Ich bin Schausteller. Der Schausteller hat sich verlaufen. Mein Name ist Sedgwick und ich habe mich nicht verlaufen. Ich suche nach Shana. Ich bin Shana. Ja, das habe ich mir schon irgendwie gedacht. Denken kann er also auch. Und trotzdem ist er hier, wo er nicht hingehört. Er darf vorerst sprechen. Was will er von Shana? Wer schickt ihn? Okay, wir können jetzt hier nichts machen. Ein Chaski namens Bobby schickt mich. Der Clown redet Unsinn. Die Wege der Chaski sind gefährlich. Kein Chaski wäre so verantwortungslos, ein unnützes Kind für seine Sache einzuspannen. Vielleicht bin ich ja nicht ganz so unnütz, wie ich aussehe. Er zweifelt an seiner eigenen Rede. Für wie nützlich hält er sich denn? Naja, es stimmt schon, dass ich häufig Dinge fallen lasse. Ich bin auch nicht so stark und sportlich wie mein Bruder. Genau genommen gibt es nichts, was er nicht besser könnte, aber... Das reicht. Ich habe genug gehört. Wenn es diesen Chaski tatsächlich gibt, möchte ich persönlich mit ihm reden. Warum kommt er nicht selbst, sondern schickt ein unnützes Kind? Er wurde von den Askil überfallen. Die Askil sind noch nie bis in den Herbstwald vorgedrungen. Steht es denn wirklich schon so schlecht um diese Welt? Das ist tatsächlich beunruhigende Kunde. Und nun? Kannst du ihm nicht irgendwie helfen? Wenn er tatsächlich ein Chaski ist, dann kann er sich selbst helfen. Er hat mir erzählt, dass du Träume deutest. Der Chaski hat ihm eine wichtige Information vorenthalten. Shana deutet Träume für wichtige Personen, nicht für Clowns. Ich bin nicht als Clown hier. Ich helfe Bobby bei seiner Mission. Er hat mir sogar den Flüsterstein anvertraut. Was sagt er da? Der Flüsterstein ist hier im Herbstwald? Er soll ihn zeigen. Nun, ich habe ihn nicht direkt parat. Unglückseliger Tollpatsch! Der Flüsterstein ist ein äußerst wichtiges und mächtiges Objekt. Er muss auf der Stelle zurück zum Palast gebracht werden. Okay. Aber meine Träume haben etwas zu bedeuten. Es ist nicht an ihm, das zu entscheiden. Na gut, dann sag du mir doch einfach, ob sie etwas zu bedeuten haben oder nicht. Ich meine, du bist doch die Expertin. Ich bin ein Orakel. Ich sehe Dinge, bevor sie passiert sind. Dass ich einen Clown tröste, der schlecht geschlafen hat, sehe ich nicht. Was passiert denn, wenn der Flüsterstein nicht nach Corona gebracht wird? Der Flüsterstein ist ein mächtiges Objekt. Das sagtest du bereits. Solange der Stein nicht an seinem Platz im königlichen Palast ist, ist das Gleichgewicht der Welt außer Kraft. Diese Welt wird zugrunde gehen. Wie in meinem Traum. Der Clown hat vom Ende der Welt geträumt? Yep. Dann war es kein Traum, sondern eine Vision. Das versuche ich dir doch schon die ganze Zeit zu sagen. Nur sehr wenige Menschen können das Ende im Traum sehen. Ich muss mehr darüber wissen. Ich spüre, dass sich in diesem Traum eine mächtige Prophezeiung verbirgt. Dann wirst du mir also sagen, was er zu bedeuten hat, ja? Ja, aber es wird ihm nicht gefallen. Ist das schon Teil der Prophezeiung? Mit übernatürlichen Kräften herumzuspielen ist keine Zirkusnummer. Er wird Dinge hören, die nie für menschliche Ohren bestimmt waren. Ich höre jede Nacht Bens Schnarchen. Mich kann nichts mehr schocken. Der Clown glaubt, ihn könne nichts mehr erschüttern. Er ist ein Narr. Was hat mich verraten? Die Bommeln. Er nimmt es nicht ernst. Es könnte ein Fehler sein, ihm sein Schicksal zu offenbaren. Nein, ich bin ja schon ganz ruhig. Es tut mir leid, ich bin nur aufgeregt. Bitte rede weiter. Also gut. Er soll mir seinen Traum in allen Einzelheiten berichten. Naja, da ist erst einmal diese Felsenlandschaft. Alles ist zerstört. Ich laufe so schnell ich kann, denn die Felsen geben unter meinen Füßen nach. Da bemerke ich plötzlich ein blaues Licht und... Hallo? Shana? Shana, du wirkst plötzlich etwas, ich weiß auch nicht, verkrampft. Das ist nicht übel, irgendwie schräg, aber... Okay, genug davon. Das wird jetzt schon ein wenig unheimlich. Shana, wäre es vielleicht möglich, dass... Sedgwick! Ah!
Diese Welt ist im Untergange begriffen. Wie die Welt aus deinem Traum wird auch sie verfallen. Du, Sadwick, hast das Schicksal dieser Welt in deinen Händen. Okay. Und du wirst derjenige sein, der diese Welt zugrunde richtet. Was? Es ist dein Schicksal, diese Welt zu zerstören. Was? Nein, nein, stopp! Shana, nein! Du musst dich irren. Hey, du warst noch nicht fertig. Ich soll die Welt doch bestimmt retten. Oder wie? Das war eine mächtige Vision. Was habe ich erzählt, als ich in Trance war? Ja, das sollten wir nochmal besprechen. Vielleicht später? Der Clown muss mir erzählen, was ich ihm prophezeit habe. Ja, ist ja schon gut. Irgendwann muss es wohl raus. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt, Ja? Du hast mir gesagt, oh, ist das schwer. Es kommt mir einfach nicht über die Lippen. Du hast mir gesagt, ich würde die Welt retten. Ach, ja? Ja, die Welt retten. Das waren deine Worte. Aber ich weiß nicht so genau, wie ich das anstellen soll. Nun, er ist im Besitz des Flüstersteins? Ja, irgendwie schon. Dann ist die Aufgabe klar. Der Flüsterstein muss nach Corona gebracht werden. Zum Schloss des Königs. Okay. Und dann wird die Welt gerettet und nicht zerstört, richtig? Ja. Wie in der Prophezeiung. Ja. Wie komme ich denn nach Corona? Das ist doch garantiert ewig weit weg. Und ich weiß nicht einmal, in welche Richtung ich muss. Ja. Der Clown wird Hilfe brauchen. Er darf keine Zeit verlieren. Die einzige Möglichkeit ist, Kalida zu finden. Kalida wird ihn nach Corona bringen. Kalida? Wer ist das? Noch ein Orakel? Ich hoffe, sie ist nicht genauso schwer zu finden. Kalida wohnt in der Mitte des Sees. Auf der Insel? Wie soll ich denn da hinkommen? Es ist niemals einfach, sein Schicksal zu erfüllen. Okay. Kannst du nicht den Stein nach Corona bringen? Ich meine, das ist ja wohl kaum eine Aufgabe für einen Clown, oder? Die Verantwortung ist groß, aber die Prophezeiung irrt nicht. Was habe ich bloß angerichtet? Alles geschieht nach einem Plan. Sorgen sind unnötig. Am Ende wird der Clown die Welt retten, wie es ihm prophezeit wurde. Ja, das macht Mut. Oje. Hast du dich schon mal geirrt? Noch nie. Die Prophezeiungen bewahrheiten sich immer, aber nicht immer so, wie man es sich vorgestellt hat. Es gibt also einen gewissen Interpretationsspielraum? Worauf will der Clown hinaus? Ach, nichts. Wie komme ich zur Insel? Ich kann dem Clown auf seinem Weg nicht helfen, aber er ist der Junge aus der Prophezeiung. Er wird ein Licht finden, das ihn leitet. Ein Licht? Was für ein Licht denn? Dort, wo der Wald am tiefsten ist, wird dem Auserwählten ein Licht den Weg weisen. Mhm. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Jetzt liegt alles in den Händen des Clowns. Er ist unsere letzte Hoffnung. Okay, und wir hören uns jetzt noch an, was Poki und Marco zu erzählen haben. Ja, wo ich es gerade über Ingo erzählt habe. Ebenfalls habe ich erst nach der Fertigstellung von Whispered World jemanden namens Shana kennengelernt. Wirklich. Sie heißt tatsächlich Shana. Und, da war ich nun wiederum sehr froh darüber, ein Sprachsample zu haben. Das habe ich sogar tatsächlich an ihre Familie geschickt, wo Sedwick sagt, Shana, ist das nicht dieses, warte mal, wie war das Sprachsample? Shana, ist das nicht diese Krankheit, wo die Füße so jucken? Das gibt es tatsächlich, diesen Sprachsample. Ich habe den ihrer kleinen Schwester geschickt und sie hat, glaube ich, sehr gefeiert. Ja, war super. Und ihrem Ex-Freund. Er war auch sehr begeistert darüber, diesen Sprachsample zu haben. Ah, excellent. Was vielleicht noch ein bisschen auffallend ist, ist, guckt euch mal das Fenster an. Wenn ihr dann das Spiel durchgespielt habt, dann versteht ihr auch das Fenster. Ich habe das Spiel durchgespielt. Ich verstehe das Fenster nicht. Doch. Achso, ja. Ja, alles klar. Das ist nämlich, es macht total Sinn. Es macht alles Sinn. Macht total Sinn. Macht, auch schön finde ich hier vorne den Globus übrigens, weil das war nämlich der Augenblick, wo wir der Welt, der Whispered World, einen Namen geben mussten. Weil wir es selber ziemlich blöd fanden, wenn Sedwick über die Whispered World sagt, das hier ist die Whispered World. Das ist halt, klingt halt irgendwie total bescheuert. Und deswegen haben wir versucht, das Ganze in einen Namen zu gießen und haben
ihr, glaube ich, an dieser Stelle den Namen Silence. Ja, wir nennen es inzwischen Silence. Silence, genau. Aber das war die deutsche Version. Im Englischen heißt es natürlich Silence. Und international auch Silence. Genau, Silence. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber Silence klang auch noch so schön nach einem Element. Wie Erde halt ein Element ist. Mhm. Genau, das gute Erdelement. Ich glaube, es steht im Periodensystem irgendwo hinter Mittwoch. Ist auch Silence, kann man sich vorstellen. Weißt du was, Poki? Ja. Wir haben Norderstedt vergessen. Ah, oh. Norderstedt, genau. Machen wir im nächsten Screen, oder? Ja, machen wir im nächsten Screen. Machen wir im nächsten. Ja. Oh Mann. Okay. Dieses Bild hier, merkt euch das. Das macht, wenn man die Geschichte kennt, tatsächlich Sinn. Das macht tatsächlich Sinn, muss ich sagen. Okay. Dann verlassen wir Shana. Und wir reden nochmal mit den Steinbrüdern. Hallo. Hallo, ihr zwei. Ingo, sieh nur, der Clown ist wieder da. Du kannst mir ja viel erzählen. Ich war bei Shana. Und? Was sagt sie? Hat sie noch das Moos, das sie sich von mir ausgeliehen hat? Ach, das tut doch jetzt nicht zur Sache. Sie wird ihm doch sicherlich etwas prophezeit haben. Ach, eigentlich nicht. Kaum der Rede wert. Umso besser. Die Probleme der Beinwesen interessieren uns sowieso nicht. Richtig, Ralf? Ausnahmsweise richtig, Ingo. Wisst ihr, wie ich zur Insel komme? Zur Insel? Das fragst du einen Stein? Ach, die Insel. Ich war nicht einmal auf der anderen Straßenseite. Ihr Beinwesen mit euren Luxusproblemen. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Halt den Rand, Ingo. Wir sind Steine. Wir müssen nirgendwo hin. Aber ich will die Welt sehen, Ralf. Die Welt dich aber nicht. Bis später. Du weißt ja, wo du uns findest. Wir sind Steine. Wir laufen schon nicht weg. Ich dachte, ich hatte im Hey, Kopf. Was hast du vor? Ich dachte, ich nehme euch erstmal mit. Das schminkst du dir mal lieber gleich ab, du Clown. Steine haben auch ihren Stolz. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Beinwesen rumschleppen. Naja. Okay. Oh! Oh! Nanu, was ist denn das jetzt schon wieder für eine Kreatur? Wo kommt sie her? Und womit spielt sie da? Oh, Schattenmolch. Oh, wie süß. Schon gut. So putzig. Ein seltsamer kleiner Kerl. Er hält dieses rote Noai-Ei fest umklammert. Er scheint ganz versessen drauf zu sein. Genau, und wir brauchen natürlich das Ei. Was sonst? Hier haben wir Bomben. Wo ist meine... Guck mal, Spot, ein neuer Spielkamerad für dich. Wie drollig. Wie drollig. Ja, das ist es in der Tat. Okay, wir brauchen das Noai-Ei. Noai-Ei. Oh, sieht nur. Oh. Oh je, das sind doch, diese Kreaturen, die einem tief im Wald auflauern, um einen an gefährliche Orte zu locken. Wie heißen sie noch gleich? Chaski? Orakel? Ach nein, Irrlichter. Ah, das ist nicht ganz korrekt. Irrlichter fühlen. Irrlichter führen Menschen zu ihrem Schicksal. Okay, und wir wollen diese knuffigen Irrlichter haben. Wo sind sie denn jetzt hin? Na, dann wollen wir doch mal gucken, wo diese Irrlichter abgeblieben sind.
Nanu, hier ist ja gar nichts. Wo sind Sie hin? So, wir schnappen uns jetzt die Schaufel und schaufeln. Hallo, schaufeln. Vielleicht werde ich langsam verrückt, aber irgendwo müssen diese Irrlichter ja abgeblieben sein. Ach, was soll's. Na, wer sagt's denn? Unter diesem Baum gibt es eine Höhle. Dann gehen wir mal in die Höhle hinein. Und schauen uns um. So groß ist der See gar nicht. Wenn ich schwimmen könnte, wäre es fast ein Versuch wert. Aber ich fürchte, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Das ist die Insel, auf der ich Kalida finden soll. Von hier oben betrachtet sieht es gar nicht weit aus. Aber wie soll ich da bloß hinkommen? Von außen wirkt er so bunt und fröhlich, aber von innen ist er tot und hohl. Ugh. Halte durch, tapferer Clown. Baum. Ich wollte Baum sagen. Innen ist er tot und... Okay. Und hier... Können wir irgendwo die Pumpen anbringen? Hatte ich im Verdacht? Anscheinend nicht. Wie war das nochmal? Keine Ahnung. Weiß es nicht, aber gut. Ja. Schaufel. Schaufel und Harz. Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Du bist wirklich furchtbar. Okay. Der weiß nie, was er will. Okay. Ja, hier gibt es immer noch nichts Neues. Zirkus. Wir brauchen das Nuai-Ei und die Hose. Und die Falle. Ja, das brauchen wir. Jetzt machen wir mal mit dem Messer das Spinnennetz kaputt. Ja. Spinnennetz. Mal sehen. Nein, das Netz ist zu stark. Auf diese Weise komme ich hier nicht durch. Ich jetzt. Okay. Wenn ich das Netz versteinere, habe ich eine gute Ausrede, diese Höhle nie mehr betreten zu müssen. Ich behalte das mal als Option im Hinterkopf. Kann man hier noch irgendwas mitnehmen? Ich bin nicht hier, um Pilze zu sammeln. Und diese dort schon gar nicht. Nein, danke. Diese Pilze riechen nicht wie irgendetwas, das man essen sollte. Die Natur bringt die wunderlichsten Arten hervor. Und manchmal habe ich den Eindruck, sie tut das nur, um mich zu ärgern. Okay, hier sind eine Menge Pilze. Ist auch noch ein Pilz. Die Natur bringt und manchmal... Okay. Da komme ich also so nicht weiter. Ich werde meine Probleme bestimmt nicht lösen, indem ich meine Sachen war. Das habe ich auch. Das habe ich auf den Kurs ausprobiert. Die ist bereits aus Stein. Menno. Wie doof. Ich glaube nicht, dass Ralf und Ingo damit einverstanden wären. Ich habe es mir zur Regel gemacht, keine fremden Kultstätten zu schänden. Es reicht schon, wenn mich mein eigener Gott hasst. Okay. Und wie immer, hat er aber keinen Plan, was ich tun soll. Ist das schön. Okay, okay. Jetzt, hier habe ich jetzt mal eine ganz konkrete Frage, Marco. Ja. Bomben in dieser Höhle platziert, sprengen irgendjemanden, der oben auf dem Baumstamm sitzt, bis zur Insel. Was hast du dir dabei gedacht? Go!
Das ist doch total logisch. Verrat doch nicht alles. Ich weiß. Die Logik dieses Rätsels hier. Ich habe es jetzt erstmal gespoilert, ohne vorher Spoiler zu sagen. Ja, richtig, lass Spoiler. Mich noch einen Schluck trinken. Genau. Das kann auch lustig werden. Wir trinken hier nämlich gerade während der Sprachaufnahme. Wir trinken, ja, und es, Wasser. Wird jetzt schon halt irgendwie seltsam. aber Gott sei Dank ist es nur Wasser. Insofern, es ist ein schöner Screen, der gerade dazu einlädt, noch ein paar interessante Fakten über Norderstedt zu erzählen. Du hast recht, aber eigentlich sollten wir es im nächsten Screen machen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wusstet ihr übrigens, wusstest du, dass ich auch mal für ein Vierteljahr bekannt war als Onkel Norderstedt? Nein. Und mit den Kindern von Norderstedt einen Song aufgenommen habe? Kinder aus Norderstedt hieß auch der Song. Auch mit Ralf Ingo? Nee, das ist wirklich so. Ich mache jetzt keinen Scherz. Ich war wirklich. Das müssen wir rausfinden. Das werden wir Onkel nachliefern. Und, genau. Hier wie Vater Abraham, Onkel Norderstedt. So war es. Wirklich. Wirklich. Es gab sogar T-Shirts. Schäm dich. Und die Kinder aus Norderstedt auf diesen T-Shirts, die sahen genauso aus wie hätten sie wie Lilly eigentlich. Du musst es sehen. Gruselig. Ich wusste es selber nicht. Es ist wirklich, es ist furchtbar. Wollen wir das war alles lange vor der Delik. Okay. Ernsthaft? Das ist ja total geil. Okay, jetzt ist es dir wieder mehr über Pupi. Ich weiß nicht, ob ich diese Information wirklich wissen wollte. Leute. Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Oh, wie spottet uns Herold. Ist das süß. Man kann das doch. Ich lasse ihn lieber da drin. Ihn durch den Flaschenhals zu friemeln, wäre sicher kein Spaß. Für uns beide nicht. Ich will doch nur die Dinge mitnehmen. Unerreichbar, wie so vieles. Unerreichbar, wie so... Ja. Wein du nur. Ja, aber sonst gibt es hier irgendwie nichts. So, wir müssen jetzt. Mann. Hier haben wir einen Kescher. Aber da muss irgendwo noch eine zweite Schildkröte sein. So ein Ball wäre es eigentlich auch, oder? Finger weg von der Wäsche! Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Nun ja, wie dem auch sei, liebe Leute, ich weiß ja jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn ich weiter durch die Welt stolpere, ohne zu wissen, wo ich als nächstes hin muss. Bis dann, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss!